Ich grüße euch, ihr Freunde von Bautzen, Wissbegierige und Neugierige. Heute will ich euch wieder eine Geschichte, eine Sage aus diesem schönen Buch erzählen. Eine traurige Geschichte. Es ging um ein Liebespaar. Ein ganz berühmtes Liebespaar, das kennt ihr alle. Das hat sich in Italien zugetragen, in der schönen Stadt Verona. Romeo und Julia hießen die beiden. Die Eltern waren dagegen, dass sie zusammenkamen. Sie hatten sich aber von Herzen lieb. Und dass es tragisch endete, das könnt ihr alle nachlesen oder hören bei William Shakespeare. Aber jetzt zu den Bautzner Liebenden. Albert und Clara hießen die. Wahrscheinlich kamen sie aus der böhmischen Stadt Rumburg. Als Kinder spielten sie zusammen. Sie tobten, wie es Kinder tun, unbefangen, wie Bruder und Schwester. Allerdings sahen das die Eltern nicht mit Wohlwollen. Der Vater von Clara war Ratsherr und Albert aus keinem so gutem Hause. Es war nicht gern gesehen. Aber die Kindheit verging, war unbeschwert und schön. Später wuchsen sie heran. Sie entwickelt sich von einem Mägdlein und Knäblein zu einer jungen Frau und einem jungen Mann. Und da waren natürlich plötzlich Gefühle im Spiel. Das sahen die Eltern, die ja verfeindet waren, überhaupt nicht mit Wohlwollen. Und man wollte unbedingt etwas dagegen tun. Um diesen erotischen Experimenten Einhalt zu bieten, kam sie ins Kloster und wurde Nonne in Prag, weit weg. Er hingegen keine Chance, an seine Geliebte heranzukommen, ging auch ins Kloster hier in Bautzen und wurde Franziskanermönch. Aber wie ist das mit der Liebe? Die überwindet Hindernisse, Entfernungen, Verbote sowieso. Und irgendwie hat sie einen Weg gefunden, nach Bautzen zu kommen, vielleicht bei einer Wallfahrt, und man traf sich. Und die Liebe war überhaupt nicht vergangen. Sie war so frisch wie am ersten Tag, eigentlich sogar noch inniger. Und man traf sich und man vergaß alle Konsequenzen, alle Strafen. Ein Mönch und eine Nonne, eine große Sünde. Man hatte keine Angst, was passieren würde, dachte nur an den Moment. Und das war ein schöner Moment. Aber er hatte Folgen. Irgendwie wurden sie verraten und irgendwer oder irgendwas, die Folgen dieser Tat, hat sie verraten. Und da wurden sie schwer bestraft. Man mag es fast nicht denken, nicht glauben und kaum aussprechen. Sie wurden lebendig eingemauert. Da sind sie zu sehen.